Hi, André hier. Heute möchte ich sprechen mit dir über echten Optimismus und Fake-Optimismus. Fangen wir an mit Fake-Optimismus. Fake-Optimismus ist so dieses klassische, oh, tschakka, 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 du schaffst das, ja. Ne? Das ist so dieses sich hochpushen, was für eine Zeit lang funktioniert, gar keine Frage, was aber keine dauerhafte Wirkung hat. Und deswegen sind so viele Leute auch dann oft frustriert, ne? Wenn sie von so einem Wochenendseminar kommen, wo irgendwie 500 Leute in so einem Raum waren und alle tanzen auf den Tischen und jubeln und ja. Und kommen sie irgendwie zwei Wochen später nach, also kommen sie nach Hause und zwei Wochen später ist alles beim Alten. Und deswegen brauchst du echten Optimismus. Und echter Optimismus setzt sich aus zwei Dingen zusammen. Und zwar erstens aus deinem Mindset. Das heißt, du musst wissen, dass du kannst. Nicht nur so hoffen und, ich probiere mal, ne? Und ich nehme den nächsten Ninja-Hack und vielleicht klappt der ja oder so, ne? Sondern du musst tief in dir wissen, nicht nur in deinem Kopf, sondern auch in deinem Herzen, in deinem Bauch, dass du alles in dir hast, was du brauchst, damit du dein Ziel erreichen kannst. Und dass du die Dinge, die du jetzt noch nicht in dir hast, dass du die lernen kannst. Und das muss ein Wissen von dir sein, das musst du so tief in deiner DNA drin haben, dass du lernen kannst, dass du dich entwickeln kannst und dass dein Potenzial unbeschränkt ist, denn das ist es in Wahrheit. Und dass das Einzige, was du tun musst, ist zu lernen, auf dein Potenzial zuzugreifen. Und wenn du das tust, wenn du dein Mindset dahingehend veränderst, dass du sagst, ja, ich nutze mein Potenzial jetzt auch mal, ne? Und verdösel das nicht irgendwie den ganzen Tag, indem ich, keine Ahnung, weiß nicht, ganz nach Netflix-Serien gucke oder sowas, sondern ich tue was mit meinem Potenzial, ich bringe das auch wirklich mal raus in die Welt, dann kreierst du echten Optimismus, weil dann weißt du, dass du kannst. Und der zweite Baustein für echten Optimismus sind deine Taten. Denn viele Menschen, die sitzen zu Hause und hoffen, dass diese Woche besser wird als die letzte. Die hoffen darauf. Ich persönlich bin ein Freund davon, dafür zu sorgen, dass diese Woche besser wird als die letzte. Und das können wir tun, indem wir aktiv sind, indem wir Dinge wirklich auch tun. Wir können das tun, indem wir einen Grund dafür kreieren, dass wir optimistisch sind. Wenn wir letzte Woche fleißig waren, wenn wir unsere Kunden angerufen haben, wenn wir Videos rausgebracht haben, wenn wir E-Mails geschrieben haben, dann besteht diese Woche eine sehr gute Chance, dass wir guten Umsatz machen. Doch wenn wir letzte Woche irgendwie gar nichts getan haben oder nur Sachen, die nicht erfolgsfördernd sind, so wie, was nehme ich für ein neues Theme auf meinen WordPress-Blog, ne? Oder soll ich dieses Plugin nehmen oder jenes, ne? Dann haben wir auch keinen wirklichen Grund, optimistisch zu sein. Das heißt, Optimismus hat auch ganz viel mit den Taten zu tun, die wir tun, mit den Aktionen, die wir machen, wie wir handeln. Und wenn wir Dinge tun, die ein bisschen unbequem sind, die aber erfolgsfördernd sind, von denen wir wissen, okay, das bringt mich meinen Kunden näher. Von denen wir wissen, okay, das verkürzt die Distanz zu meinen Kunden. Da können die mich sehen, da können die mich anfassen, da komme ich raus aus der Unbekanntheit. Dann haben wir einen echten Grund, optimistisch zu sein. Das heißt, schmeiß diesen Fake-Optimismus raus, so, hey, tschakka, ne? Ha, schaff das und renn über Feuer, ne? Sondern kreiere dir echten Optimismus, indem du an deinem Mindset arbeitest und aktiv bist und dafür sorgst, dass du einen Grund hast, optimistisch zu sein. Und wie du beides lernen kannst, dein Mindset zu verändern und positiv aktiv zu sein, das zeige ich dir in der neuen Change Now Erfolgsmagnet Trainingsserie. Denn da schmeißen wir in deinem Mindset so unbewusste Blockaden raus, die bis jetzt dafür gesorgt haben, dass du gedacht hast, ich bin nicht gut genug oder mein Produkt ist nicht gut genug, mein Service ist nicht gut genug, ne? Ich bin ganz klein, nur ganz klein. So, ne? Diese Blockaden, die werfen wir mit Techniken, werfen wir die raus, so futschu, ein für alle Mal, damit du dir wirklich das freie Leben kreieren kannst, das für dich hier ist. Damit du mit Spaß und Leichtigkeit zu deiner Freiheit kommst und nicht nur mit Ernst und Hassel und Zwang und Krampf und ne? Also, was ist jetzt zu tun? Das ist relativ einfach und zwar sichere dir jetzt deinen Zugang zur exklusiven Change Now Erfolgsmagnet Trainingsserie. Das kannst du tun, indem du jetzt hier unten auf den Link klickst, jetzt da drauf klicken und dir deinen kostenlosen Zugang sichern und deine Erfolgsblockaden wirklich rauswerfen und gemeinsam mit mir echten positiven Optimismus kreieren. Ja, Pixaluba! Also jetzt hier unten auf den Link klicken. Ich freue mich riesig, dich in der Trainingsserie zu sehen. Bis gleich!